Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Es geht spannend weiter, werte Freunde. Ja, wir haben das letzte Mal ja ein bisschen Weltenerkundung gemacht und wie unter Hypnose mussten wir dann so ein komisches Gefäß trinken. Und jetzt sind wir auferwacht oder wir sind mitten in einem Traum oder einer Vision. Vor uns steht Perry und Mei-Lin. Mei-Lin, du bist es. Was machst du hier? Was erlaubst du dir? Ich bin Mei-Lia. Ich diene Lord Mei-La. Was? Auf was für einem Trip sind wir gerade? Perry? Perry aus Liberita? Ich bin Pela, ein Jünger von Lord Mei-La. Höre, was Lord Mei-La dir sagen möchte. Okay, wer zum Teufel ist Lord Mei-La? Du? Jedes Jahr feiern wir in Astarika eine heilige Zeremonie. In den 6 Kelchen wird der Tau der Nacht gesammelt. Ein Kelch soll die Trinkenden den Göttern nahe bringen. Der Auserwählte kann ein Jahr ohne Essen und Trinken aushalten. Doch der falsche Kelch bringt den Tod. Wer richtig wählt, lässt aus unserem Stamm einen neuen Gott entstehen. Das letzte Ritual fand genau vor einem Jahr statt. 2 Priester bereiteten alles vor, doch sie kehrten nie zurück. Du als verwegener Kämpfer solltest gehen und dich ein wenig umschauen. Okay. Das ist jetzt alles sehr strange. Rauskomme ich mal nicht. Gut, wir haben mit euch geredet. Soll ich vielleicht nochmal mit denen reden? Nee, ist der gleiche Text. Ja, soll ich jetzt nochmal trinken, oder? Nee, will er nicht. Ja, was soll ich denn dann machen? Da geht ja nichts sonst. Vielleicht nochmal mit Perry. Nee, Pela. Entschuldige. Nee, hier muss was weitergehen, ne? Warum komme ich hier nicht raus? Hallo? Hallo? Jedes Jahr. Ach, okay, komm. Aber nicht so viel. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Der Part fängt ja geil an. Doch er kehrt nie zurück. Ja, ist ja gut jetzt. So. Mal gucken, genau umschauen. Vielleicht finden wir einen Geheimgang, einen geheimen Ausgang. Kein Bock mit den Freak... Ach, da, seitlich? Nee, seitlich geht auch nicht. So in der Schräge vielleicht? Nee. Warum geht's denn hier nicht raus? Alter Mann, lass mich raus! Hier gibt's doch sonst nichts mehr für mich. Oder vielleicht mal... Dinger da angucken. Nee, geht nix. Er will halt nichts machen. Kann ich die Vasen? Nee. Da. Ah! Okay. Kann ich den alten Mann zerdeppern? Ja, das interessiert ihn so herzlich wenig. Ah, herrje. Perry, wach auf. Hm. Ja, okay, okay, okay. Willst du echt nichts trinken, Ark? Ehrlich? Kann ich da hochspringen? Nee. Ja, was soll ich jetzt machen? Nee. Jetzt bin ich echt ein bisschen konfus. Okay. Ja, der labert immer noch das gleiche, auch wenn ich die Vasen zerstört habe. Solltest dich ein wenig umschauen. Hab ich schon. Hier ist nix. Hier ist gar nix. Ihr seid nur ihr... blöde... Spacken. Ich würde gern aufwachen! Aus dieser Hölle. Was geht denn hier los jetzt? Irgendwas benutzen, aber das kann es ja nicht sein. Kann jetzt nicht an einem Item liegen. Wenn ich das Item nicht hätte, wäre ich ja hier für immer gefangen oder so. Das macht keinen Sinn. Nee, also itemmäßig kann hier nichts abgehen. Ja, und nu? Kampfgebiet ist es natürlich auch nicht. Vielleicht da hinter dem. Da. Nee, Freunde, ich habe jetzt gerade sowas von keinen Peil, was ich jetzt da machen soll. Also...
könnte jetzt noch den ganzen Tag in diesem sinnlosen Raum verbringen. Hilfe! Das gibt's ja wohl nicht. Was ist denn hier los? Ich kann natürlich, weil es kein Kampfgebiet ist, kann ich auch weder nichts rempeln oder sonst was machen. Oder irgendwo drücken. Versuche ich auch schon überall. Ja gut, ich rempeln würde. Nee, warte mal. Rempeln. Wie kann ich nochmal rempeln? Oder geht das auch nur im Kampfgebiet? Wahrscheinlich. Verdammt. Kann ich nichts machen. Das gibt's ja nicht. Ja. Ich werde jetzt gezwungenermaßen erstmal... Da vielleicht? Nee. Erstmal offline weitersuchen. Was ich aber jetzt schon deprimierend finde, weil so ein kleines Gebiet, nichts zu tun, hallo? Bleibt mir aber nichts anderes übrig, als jetzt noch ein bisschen offline rumzusuchen, damit ihr hoffentlich noch Fortschritt seht. Vielleicht hole ich mir Dreambird zur Hilfe. Eine Lösung möchte ich ja eigentlich nicht gucken. Ja, in diesem Sinne, bis hoffentlich gleich. Yo, da sind wir wieder zurück. Und mit wir meine ich natürlich Dreambird. Hallo. Hallo, John. Ja, 6 Minuten sind vergangen, die du jetzt noch nicht gesehen hast. In den 6 Minuten habe ich aber nicht viel erlebt. Ja, ich bin nämlich da, wo der letzte Part aufgehört hat und ich komme hier nicht raus. Das ist das einzige Problem. Ich werde dir jetzt mal alles zeigen, was ich bisher gefunden habe. Hier sind ja diese zwei Vasen, wo man ja was draus getrunken hat. Ich bild mir ein, ich hätte die mal mitgenommen. Nee, ich kann die anscheinend nicht nehmen. Okay, ich glaube links und rechts hier waren mal Vasen, die habe ich weggeschmissen. Da kann ich nichts machen an denen. Aus denen hast du was getrunken? Davor noch. Ich glaube im vorigen Part habe ich das schon gemacht. Wenn nicht, dann... Also, nee, das muss in deinem aktuellen Part gewesen sein. Okay, dann habe ich dich jetzt leider gespoilert. Auf jeden Fall habe ich was getrunken und ich bin irgendwie hier aufgewacht und jetzt kann ich mit denen reden. Ja, Mei-Lin, du bist es. Was machst du hier? Achso, soll ich das jetzt... Kannst du gerne machen, ja. Was erlaubst du dir? Ich bin Mei-Lia. Ich diene Lord Mei-La. Hä? Ja, das ist alles sehr merkwürdig, habe ich natürlich schon mal angesprochen, aber wir machen das jetzt einfach alles nochmal. Perry? Perry aus Liberita? Ich bin Pela, ein Jünger von Lord Mei-La. Höre, was Mei-La dir sagen möchte. Ja, mit dem haben wir auch schon gesprochen, das machen wir jetzt auch nochmal. Jedes Jahr feiern wir in Astarika eine heilige Zeremonie. In den 6 Kelchen wird der Tau der Nacht gesammelt. Ein Kelch soll die Trinkenden den Göttern nahe bringen. Der Auserwählte kann ein Jahr ohne Essen und Trinken aushalten. Doch der falsche Kelch bringt den Tod. Wer richtig wählt, lässt aus unserem Stamm einen neuen Gott entstehen. Das letzte Ritual fand genau vor einem Jahr statt. 2 Priester bereiten alles vor. Doch sie kehrten nie zurück. Du als verwegener Kämpfer solltest gehen und dich ein wenig umschauen. Ja, genau das habe ich auch gemacht, aber irgendwie bin ich hier nicht rausgekommen. Also erstmal denkt man vielleicht, hier geht vielleicht was, kommt man nicht raus. Dann in Zeiten kommt man nicht raus. Die Wände habe ich auch schon mehrmals gecheckt. Da geht nichts. Der hat ja jetzt was erzählt von Trinken. Genau, habe ich mir auch schon öfters angeguckt. Das sind ja diese 2 leere Becherchen. Aber da komme ich nicht hoch, ich kann da auch nichts tun. Ich kann da nicht hochspringen. Ich habe mir auch schon diese Statuen angeguckt. Kann man die verschieben, geht nicht, ja. Nee, ich habe das alles schon probiert, auch von allen Seiten. Die labern auch immer wieder ihren gleichen Text, egal wie oft man sie anspricht. Kämpfen geht hier nicht, ja? Kein Kampfgebiet, nee. Okay. Ja, das war ja wohl... Das gibt's ja wohl nicht. Ich hab das doch gemacht. Ihr könnt euch die ersten 6 Minuten angucken. Ich hab das gemacht. Anscheinend doch nicht richtig. Ah, das gibt's doch nicht, hey. vielleicht war's nur ein Vorwand. Vielleicht wollte ich nicht nur dabei haben.
Vielleicht wollte ich mich mal wieder dabei haben. Ich hab dich vermisst, so sieht's doch aus. Ey, ich verstehe das nicht. Oh, jetzt ist es auch ein Kampfgebiet. Ja, gut, jetzt ziehen wir das natürlich durch, klar. Ja, keine Ahnung, ey, was da schief ging jetzt. Naja. Jetzt, Dreambird, du kannst wieder gehen. Nein, du bleibst jetzt natürlich noch den Rest da. Und gucken wir uns mal um, was hier noch los ist. Dann weißt du auch gleich Bescheid, was du in deinen Parts erledigen darfst. Ganz genau. Ich glaube, ich bin schon mal an so einer Schiebestelle hängen geblieben. Irgendwie das mit dem Schieben, das... Okay, Moment, jetzt sind wir schon wieder an so einer Stelle. Diesmal versuche ich, an jedem erdenklichen Mist zu schieben. Oder diese Mitte vielleicht, dass man da rempeln muss. Probiere ich mal. Ach ja, rempeln geht ja auch noch, genau. Mhm. Richtig. Aber hier will er jetzt definitiv nicht schieben. So, warte mal, wie ging nochmal rempeln, wenn ich zweimal die gleiche Taste drücken hätte? Nee, mit X, wenn er das ausgerüstet hat, das Ding, ne? Ah, ja, genau. Das, die Turboschuhe. Mhm. Ausgerüstet, so. Gut. Das sieht verdächtig aus. Hm, schade, doch nicht. Ja, rempel doch mal gegen die anderen beiden Teile da. Richtig. Okay, jetzt war auch nicht genug Anlauf. Hm, na gut. Ja, kriege ich da auch nicht, oder? Wenn ich von da schon drücke? Ne, es rafft er nicht. Okay, vielleicht einfach nur drücken. Das war ja auch schon mal so ein Fall. Nee. Da nochmal drücken. Vielleicht an den Seiten. Na gut, dass du dabei bist, siehst du. Jetzt kommt schon der nächste Mist. Bestätigungsdingens, ne? Drücken hast genau, du probiert. Ja. Hm. Ich würde mir gern nochmal in Ruhe den Text anhören, den der Typ da unten von sich gelassen hat. Mhm, weil ich denke, das ist ein Hinweis darauf, was du zu tun hast. Mhm, ah, hier... Ah, gut, das bringt mir aber nichts. Ach, jetzt Moment. Kannst du es auch bewegen, ne? Moment, schieben das mal... Hm, warte mal, was ist, wenn ich das jetzt einfach rumschiebe? Ich glaube zwar nicht, dass das was bringt, aber... Mir ist gerade danach, obwohl ich glaube... Naja, wenn man die schieben kann, muss es auch eine Bedeutung haben, ne? Ich denke schon, ne? Ich krieg das Fall. Aber nicht in die Mitte, das schiebt sich immer eins weiter. Ah, jetzt geht's, okay. Wir probieren es einfach mal, keine Ahnung. Oh, genau, mal bis zum Ende schieben. Mhm. Mal schauen. Mhm. So, mhm. Ah, ja, das macht doch Sinn. Auf jeden eins. Genau. Stopp. Ach. Nicht so einfach, ne? So, ich hoffe, ich habe das andere noch nicht... kaputt geschoben. Müssen wir mal gucken. Kaputt geschoben. Ja, die Ecke. Ja, ich hab's kaputt geschoben. Ja, okay. Dann muss das halt nochmal... Geresettet hier. So. Und nochmal den Spaß. So. Ja, das sind so, wie soll ich sagen... Solche Rätsel sind da eigentlich gar nicht so schlimm. Bloß das Problem bei diesem Spiel ist... dass es solche Teile eigentlich sehr oft gibt und man die auch oft nicht schieben kann, also man weiß es nie. Ich finde vor allem, dass solche Schiebe- oder Betätigen-Dinger, die kommen sehr selten, dann rechnet man einfach so selten damit. Richtig, genau. Dann denkt man gar nicht mehr dran, dass man das überhaupt kann. Ja, ging mir ja auch oft schon oft so, glaube ich. Wahrscheinlich habe ich in den ersten 6 Minuten auch nur einfach nur dran gestoßen, ohne die A-Taste zu drücken und dann schiebt er es halt nicht richtig. Das wird wahrscheinlich das Problem gewesen sein. Ja. Bei den meisten Spielen reicht da einfach dran rempeln oder so. Ah, Taste, ich dachte mit Y geht das. Nö, ich drücke A. Oh, okay, gut. So, mal gucken, ob jetzt überhaupt was passiert oder ob es nur schick aussieht. Mit Sicherheit. Yay. Ja. Ah ja, Feinde. Rums. Ja, du hast ja den letzten Part gesehen, lief eigentlich ganz gut. Ich meine, 2 Mondsteine, fehlen nur noch 4 oder 3, ich weiß gar nicht genau. Weiß ich jetzt auch nicht genau, nee. Wäre nochmal gut zu wissen, in welchen Kampfanzug, aha. Ah, cool. In welchen Kontinenten du dir jetzt geholt hast. Mhm. Für jeden Kontinent 1 Mondstein, ne, oder? Ja, genau. Und ich meine, ich war in der südlichen Region. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz 100% sicher, aber das könnte man ja zur Not nachgucken. Oh, das ist schlechter. Hat es dafür ein... ich wollte nicht raus. Hat es dafür irgendeinen Bonus, wenn das schlechter ist? Mal gucken. Wandelt Stärke in Glück und gegen Verwirrung. Ha, aber ich weiß nicht. Glück? Hm. Naja, lassen wir mal, oder? Ja, wandelt Stärke in Glück... Level!
30, yay. Mal gucken, ob wir noch Level 99 erreichen. Ich glaub's ja nicht. Das wäre mir ein bisschen zu groß. Ich weiß gar nicht, Max-Level könnte 50 sein oder so. Keine Ahnung. Ach, hey, du musst erstmal wieder das Auge offen ist, ne? Mhm. Die fand ich auch extrem nervig, immer diese Teile. Mhm, total. Ich werde mal wieder die Heilung ausrüsten. So, Waffen. Da. Ja, irgendwie ein peinliches Fail, dass ich da das nicht gleich gecheckt habe. Aber gut, ich habe auch nur 6 Minuten geguckt. Ich war da irgendwie, ich weiß auch nicht. Hat das keine Lust. Hast gedacht, komm, frag den Dreamy. Ja, genau. Zu zweit macht's einfach mehr Spaß. Und wenn's halt klappt, wir haben's euch ja gesagt, dann machen wir das auch. So. Ja, ist gut jetzt. Ich will nichts ablegen, ich will hier raus. Danke. Dann brauche ich mich nächstes Mal nicht schämen, wenn ich dich auch zur Hilfe holen muss. Auf keinen Fall. Ach, du bist viel. Das ist nervig, wirklich. So, aber wenigstens halten sie nicht viel aus. So. Weg mit dir. Aha, wir hauen da wirklich gut rein. Ja, also vom Schaden her sind wir echt nicht übel. Hab schon echt lange nicht mehr das Gefühl gehabt, dass wir jetzt irgendwie unterstuft sind oder so. Ne, das sind wir hier garantiert nicht. Wir sind hier eher überstuft wahrscheinlich. Fast, ja. Das sind ja fast alles One-Hits. So, bis jetzt ja noch relativ übersichtlich das Ganze. Ah, ein schöner, nutzloser Kristall. Ja, mal wieder. Aua, aua, aua. Hey, hey, hey. Jetzt hört mal auf hier. Zu zweit sind die ungemütlich. So. Ja. Ist jetzt gut. Bleib mal stehen und mach die Augen auf. Komm. Komm. Er will nicht. Na super. Muss man genau aufpassen aufs Timing, genau. Mhm. So. Ja, dann her mit dem Kristall. Vielleicht werden wir es irgendwann ja doch noch brauchen, wenn endlich mal diese richtig fetten zum Verkauf stehen. Na, diese Atomringe, da hätte ich Bock drauf. Mhm. Oh. Soll ich, oder? Ja, klar. Unglaublich. Hast du den richtigen Kelch ausgewählt? Also warst du am Leben? Ich kann die Szene von vor einem Jahr sehen. Du befandest dich an der Rückseite des Altars. Du warst so einsam. Doch du hast das Jahr der Einsamkeit überstanden und bist stark. Dieses Jahr kommt mir vor, als sei es jahrzehntelang. Jeden Tag hatte ich Angst, die Kerze des Lebens könnte erlöschen. Doch es kam nicht so weit. Erst jetzt erkannte ich die wahre Bedeutung der Götter. Ja. Menschen sind sehr pathetisch. Getrieben von Wünschen leben sie im Elend. Dieses dämliche Ritual dient dazu, über andere Stämme Macht zu gewinnen. Ich habe genug von den Menschen. Wenn sie verschwinden, herrscht Ruhe. Was machst du? Ich mache dich zum Gott, zum Todesgott. Melina, halt! Was ist denn an einem endlosen Leben schlecht? Feider, hör auf damit! Es ist zwecklos, jetzt etwas zu sagen. Niemand wird es verstehen. Bevor ich die Welt verlasse, will ich dir etwas offenbaren. Nur Menschen kennen die Emotion Liebe. Roy! Feider, ich liebe dich. Nach unserer Wiedergeburt treffen wir uns wieder. Ei, 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 ei.
Welche Dramatik jetzt? Ja, Bus, ich kapiere überhaupt nichts, wenn ich ehrlich bin. Ich bin auch nicht so, also hoffentlich macht er das gleich jetzt nicht mit uns. Vor allen Dingen, wollte Roy nicht Feider ursprünglich töten, oder wie war das nochmal? Oder umgekehrt? Ne, umgekehrt. Ja. Ich habe genug von den Menschen, wenn sie verschwinden, herrscht Ruhe. Oh oh. Melina? Der Kelch hinter dir ist bis zum Rande gefüllt. Trink. Weiß nicht. Jetzt ja. Wäre vielleicht nochmal gut zu wissen, was der Alte gesagt hat. Kann man da vorher angucken, was das für sind ja verschiedene Kelche. Vielleicht muss man den richtigen nehmen oder so, keine Ahnung. Ja, man braucht ja einen Indiz. Ich meine, die sehen alle gleich aus. Ich weiß jetzt nicht, ob Melina darauf anpischt, dass wir den da trinken. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn sie, wenn wir auf sie hören. Die kommt mir da so ein bisschen komisch gerade vor. Ja, ich werde mal versuchen, jetzt einen zu trinken. Und ich hoffe, dass da erst noch eine Meldung kommt dazwischen. Mal gucken. Mal gucken. Naja, trinkt's einfach. Typisch arg. Und nun? Arg? Das Ende des Lebens ist banal. Oh oh. Oh. Wir sind wieder am Ursprungsort, allerdings irgendwie anders, denn hier sehen wir eine Kiste. Oh, achso, Entschuldigung. Oh Mann, was für ein Traum. Ob es wirklich ein Traum war. Mysteriös. Oh, ein Mondstein. Ja, super. Also, was wir auch gemacht haben, es kann nicht so verkehrt gewesen sein. Aber nee, richtig. Sehr mysteriös, also das war ein Trip. Jetzt möchte ich aber mal probieren, ob da... Nee, hier kann man nichts schieben. Okay. Zwei Schalen brennen noch. Kann man jetzt wieder was trinken hier? Nee. Der Kelch scheint leer gewesen zu sein. Ja, nachdem du ihn gesoffen hast, du Idiot. Okay, ja, das war jetzt entweder ein Traum oder eine Vision oder einfach nur ein Trip. Keine Ahnung, wir haben es auf jeden Fall geschafft und haben schon den dritten Mondstein. Das läuft ja wie geschmiert hier. Ja, wobei ich das überhaupt nicht kapiert habe, da Melina war doch sonst nicht so komisch und was das alles sollte, was die da erzählt haben, ich habe kein Wort verstanden, wenn ich ehrlich bin. Das war auch irgendwie seltsam, also davor hat man ja auch nichts mitbekommen. Seltsam, ja. Naja, vielleicht gibt's jemand, der das durchgeblickt hat und uns da Bescheid gibt. Wenn da nicht noch mehr kommt, ansonsten wollen wir es natürlich nicht wissen. So, gut, dann würde ich sagen, gehen wir auf den Kontinent, wo wir noch keinen Mondstein geholt haben. Wir haben noch ein paar Minütchen. Ich überlege gerade, ich war in Tokio. Wir waren auch schon hier, oder? Das war doch dieses... Ja, da war ich schon. Ja, Mai, genau. Da war nix. Ich hatte diese Anfangsdörfer nach wie vor gesucht. Mal gucken, ob ich die da hinten finde. So... Vielleicht war es dieser Kontinent. Mal schauen. Das könnte er gewesen sein. Jetzt muss ich nur noch einen Hafen finden. Dann gucken wir mal. Da kann man immer irgendwie nicht hin, ne? Wie hieß nochmal, die Anfangsdörfer? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, wir sind richtig. Also wir waren hier zumindest schon lange nicht mehr, wo wir gerade sind. Zum Beispiel in diesem Kavana. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass hier was ist. Aber wir gucken einfach mal. Da war es aber schon mal, auch nachdem wir ein Schiff hatten. Ja, aber nicht seitdem wir die Mondsteine suchen, ne? Bin mir nicht sicher. Gucken, ob da irgendwas anders ist wie zuvor. Ist mit euch, alles klar. Ja, das ist auch alles alt. Richtig. Okay, hier ist nichts Neues. Gut, dann gehen wir mal weiter. Darüber gehen Sahara, die Wüste, okay, da ist aber sonst gar nichts. Es sei denn, wir finden in der Sahara was. Haben wir hier schon mal was gefunden? Diese Person ist kollabiert. Ich hoffe nicht auch so zu enden. Ah, schau dir den Hals des Skeletts an.
Es trägt so etwas wie eine Heizkette. Hey, der Stein der Heizkette! Erkennst du ihn nicht wieder? Ist das nicht der Stein, der Liam im Gebirge fand? Er wollte ihn für immer aufbewahren. Wie kommt er also hierher? Ein Mensch könnte auf den Löwenfels gelangt sein. Wenn sie Geld riechen, kommen sie überall hin. Also das geht ja wie am Schnürchen hier. Nein, wir benutzen keinen Lösungsweg. Wir sind einfach nur episch drauf gerade. Krass. Schön. Dann ist es jetzt, glaube ich, nur noch einer. Oder höchstens zwei, die wir finden müssen. Sehr, sehr krass. Okay. Gut, dann war es das eigentlich auch auf dem Kontinent. Da oben habe ich was gesehen, was... Ah, ich glaube, da oben ist das Dorf, wo ich schon die ganze Zeit hin möchte. Da gehen wir jetzt mal hin. Das müsste ja dann auch der letzte Kontinent sein, wo noch was fehlt. Mal gucken. Zumindest reingucken. Das war ein einfach zu findender... Naja, einfach zu finden nicht, aber ein einfach zu bekommender Mondstein. Sehr, ja. Bisher... Also bis auf den vorletzten waren die alle ziemlich einfach. Ja, wir sind genau da, wo ich schon die ganze Zeit hin wollte eigentlich. In Ahola, beziehungsweise in dem anderen Kaff. Das da. Ja, Ahola, Ahola heißt es, genau. Weil das müsste man noch weiter ausbauen können, da bin ich mir relativ sicher. Wir gucken mal, wo der Heinz steht. Ja, ist er? Da steht er. Kaum Industrie. Auch hier muss man etwas unternehmen. Ohne die Industrie gibt es auf Dauer keinen Fortschritt. 50%, okay, immerhin. Okay. Wir werden, na, da müssen wir dann mal mit den Leuten reden. Und ich werde mal den Brief auswählen, falls hier einen gibt, der den haben möchte. Wir haben nämlich noch 8 Stück. So. Okay, dann fangen wir einfach mal von vorne an. Wir haben noch 5 Minuten. Vielleicht finden wir noch was Brauchbares. Tut mir leid, aber jedem steht nur eine Ration zu. Ja, wir haben eh keinen Hunger. Naja, zu dem Arzt gehen wir mal. Der könnte ja wohlhabend sein. Oder irgendwas von uns wollen, mal schauen. Columbo fühlt sich viel besser. Er ist gerade hinausgegangen. Ich sagte ihm, er solle sich ausruhen, doch er liebt Bewegung. Als ich von Neo-Tokyo sprach, wurde Columbo sehr nervös. Ich hoffe, dass er keine dummen Sachen mehr anstellt. Mhm. Ah, das ist interessant. Hm. Den haben wir ja damals befreit, den Columbo. Genau. Mal weiter gucken, was sagst du? Die Königin von Spanien regierte einst in Schloss Toronia. Sie drehte durch, nachdem ihre 3 Söhne auf einem Schiff starben. Okay, das haben wir ja gemacht. Hm. Ja, es ist alles noch ein bisschen... Ne? Du bist ja auch kein Heinz, oder? Dein Bergkristall hat mich dazu inspiriert. Ach ja, das haben wir gemacht, genau. Da wurde es ja ein bisschen erhöht. Die Wachstumsrate, so, mit der haben wir gequatscht. So, was willst du? Es gibt jede Menge Sardinen, doch sie verderben leider so schnell. Es müsste einen Weg geben, sie länger haltbar zu machen. Hm, das ist so eine Sache, die wir irgendwie noch machen müssten, vielleicht. Ja. Junge, kennst du die Quatros? Sie sind Nomaden und reisen umher. Sie tanzen, singen und handeln mit den Menschen, um Geld zu verdienen. Jo, kennen wir. Ja, wir haben schon vieles kennengelernt in diesem schönen Spielchen. Alle Menschen sind Kinder Gottes. In seinen Augen sind wir alle gleich. Lasst uns beten. Amen. Ja. Ach, lass mal. So. Gottes Güte ist grenzenlos. Er beschützt die Schwachen. Okay, der wird uns auch nicht helfen, denke ich. Es geht meiner Schwester besser. Dem Herrn sei Dank. Okay. Wo sind die restlichen 50%? Der Wind steht sehr günstig, geradezu perfekt, um zu segeln. Okay. So, was machst du hier? In Schloss Toronia soll es 4 mysteriöse Bilder geben. Okay, das ist alt. Hm, stimmt.
Haben wir alles schon gemacht. Wäre ein sehr interessantes Dungeon. Ich glaube, man sollte sich das in dem Schloss auch nochmal kurz umgucken, meinte mal jemand. So, was ist mit dir? Aholas Spezialität sind frische Sardinen. Jo. So. Die aber nicht lange halten. Gut, im Innen. Ach komm, wir gucken noch kurz ins Innen. Vielleicht ist da noch jemand Wichtiges. Ah, was ist mit dir? Es macht 10 Taler, in Ordnung. Nee, lass mal. Nicht jetzt. Ja, okay. Und du? Ich floh aus Spanien, dem angrenzenden Land. Es war der reinste Horror, ein gleißendes Licht kam vom Schloss. Mir gelang gerade noch die Flucht, aber meine Frau und mein Kind. Hast du gehört? Ein Schiff läuft aus zum neuen Kontinent, okay. Ja, ist alt. Das ist alt, okay, ja. Okay, vielleicht wird hier... Na gut, eigentlich müsste hier was gehen, aber... Du willst essen? Unsere Spezialität sind gegrillte Sardinen. Was meinst du? Willst du sie mal kosten? Wie arg ist keine Sardine hier? Das wundert mich jetzt aber. Der ist doch alles eigentlich. Normal schon, ja. Ja, das war's schon in dem Kaff. Gut, wundert mich, dass wir es jetzt nicht wirklich ausbauen können. Aber vielleicht hat das ja damit zu tun, dass wir eventuell das Schloss nebenan besuchen müssen. Oder wir müssen den Mondkristall weiter da hinten suchen. Da ist ja auch noch ein großes Dorf und ein Schloss. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Aber ich glaube, das darfst dann du machen, Dreambird. Das werde ich tun. Gut, dann bedanke ich mich nochmal, dass du dabei warst, auch wenn... Es eigentlich hätte auch ohne dich klappen können, aber nein, so war es auch wieder schön. Wunderbar, ich bedanke mich ebenso und bis zum nächsten Mal. Jo, ciao, ciao, bis nächstes Mal.